Ich war der erste Swag, ich machte den Shit und das Game Facts. Und wenn ich so recht überlege, die meisten sind immer noch lame. Was geht ab, YouTube? Willkommen zu einem neuen spontanen Vlog. Sehr spontan. Lass ein Like da, lass ein Abo da. Road to 10k. Wie schnell können wir die 10k knacken? Hier ist Sirski. Holt euch ein Armband auf badideas.shop. Ich gehe jetzt erstmal Cozy Talk filmen. Unser Podcast. Checkt gerne ab. Ihr seht ein bisschen behind the scenes. Heute machen wir Cozy Talk mit Lil Lightskin. Und der wurde von Moneyboy auf sein Konzert heute backstage eingeladen. Hat mich gefragt, ob ich mit will. Ich so, Dicker, Stab Spieling. Natürlich komme ich mit. Moneyboy, go, Digga. Wir fahren jetzt erstmal ins Studio, um Cozy Talk aufzunehmen. Yes, sir. Heute ist so geiles Wetter. Genau, endlich wieder, ne? Endlich wieder. Üblicher, verdächtiger. Was geht? Alles klar? Fresh is fit, Digga. Dankeschön. Nicht schlecht, Digga. Wir haben auf Partnerlook heute. Ja, Digga, wir haben echt auf dieser Partnerlook. Ich habe das erste Mal diese Margellas angezogen, dann ein Love Hotel Hemd, so ein Pink. Ich mag diesen Look heute, weißt du, ist so voll sommerlich. Mhm. So Pastellfarben, ja? Ja? Was sagst du zum Fit? Geil. Ja? Warte, all in all. Ah, Dicker. Krank. Bro hat zwei Mützen auf, 29 Grad, Bro hat zwei Mützen auf. Ey, aber es ist nicht warm, ne? Ich schwöre, es ist nicht warm. Ja, ist okay. Fühlst du an, als würdest du nur die anhaben und die sitzt ja nur so voll leicht drauf, ja. Man merkt die gar nicht. Ja. So, Leute, heute dritte Mal Cozy Talk bin ich schon, ne? Ja, Mann, voll gut. Ja, Mann. Voll geil. Digga, merkst du, wie gut gelaunt ich bin? Ich bin wieder zurück, ich freue mich voll. Ja. Digga. Ey, ich bin auch gut gelaunt. Es war immer geil mit dir. So 4-5 Monate Social Media Pause gemacht. Ja. So viel gearbeitet an Songs, Klamotten und so. Ja. Musst du gleich alles erzählen. Ja, Mann. Guck Cozy Talk die Episode an, wenn ihr wissen wollt, was bei Phil in letzter Zeit ging. Ja, man muss erst unten. Legendäre Cozy Talk Studio, mal behind the scenes. Sehr, sehr nice. Hier sitzen wir immer und jappen. Sehr cool, Digga. Ich glaube, haben wir auch noch nie so gezeigt, mal behind the scenes. Ja, ist cool. Ich war eh mal überlegen, ob man vielleicht immer so behind the scenes Vlogs noch macht zum Podcast. Müsst ihr mal sagen, wie ihr das finden würdet. Das würde mich interessieren, weil ich fände das eigentlich ziemlich cool, wenn vor und nach dem Podcast noch so die Kamera läuft. Was geht? Was geht, Vlog? Das Wetter ist crazy. Das Wetter ist crazy. Erstmal seit langem einfach mit Tanktop. Ja, ja. Ja. Crazy, mit dem Supreme Tanktop. Das ist aber nicht das Margiela. Margiela. Oh. Margiela. Ey, ja. Oh, let's see these numbers. Okay. Gleich krass, Digga. Also, sagt ehrlich, so ein guter Kolli. Ja. Das wird erst. Aber sagt ehrlich, also Instagram sieht besser aus. Die haben so diese Catfish-Bisschen gemacht. Ich habe einen Girl gesehen, der hat das als Skirt getragen. Ah. So, das finde ich hart. Auch cool, ja. Ja. Ey. Bro, es ist 23 Degrees. Ja, Bro, 23 Grad. Average. 70 fucking Degrees, Bro. Mama, Bro, in a whole black suit. Average Fashion. Kennst du diese Meme? Average Fashion, Motherfucker. Ich will nicht sagen, warum ich schon warm wäre. Ja, ja. Oder diese echt Übergangsoutfit. Das wäre auch scary, wenn der nicht warm wäre. Ich würde denken, du bist ein fucking Vampir. Mäßig. Yo, was? Das ist verrückt, ja. Das ist krass. Jetzt, wir sind kurz zu mir gegangen, chillen hier in meinem unaufgeräumten Zimmer und jetzt so Moneyboy Pull-Up machen mit dem Ganoven. Die Ops, wir sind heute die Ops von Moneyboy. Nein. Moneyboy, wir wollen keinen Rauch mit dir. Würdet ihr diesen Obdachlosen Geld geben? Obdachlose mit Zwag. Obdachlose mit Margellas. Digga, ich schwöre, meine Mutter würde sagen, Penner-Outfit bei uns, ne? Echt? Also nicht Penner, sie checkt schon Style, aber sie würde sagen so, ich würde für sowas niemals so viel Geld ausgeben. Ja, check. So checkst du. Dann hat deine Mutter keinen Tropf. Ja, Mama, du hast keinen Tropf. Hast du gehört? Sean Bronze hat gesagt, du hast keinen Tropf, also hast du auch keinen Tropf mehr. Feierabend, Digga. Digga, aber Moneyboy live sehen ist jetzt nichts, was ich gedacht hätte, was ich mal mache. Aber Moneyboy ist auf jeden Fall Legende. Früher war immer so das Thema, spielt er die Rolle oder ist er echt so? Aber er spielt die Rolle. Ich würde sagen, er spielt die Rolle, aber er ist trotzdem Moneyboy. Checkst du? Ja, safe, so. Safe. Okay. Yeah, Moneyboy Freestyle, bevor wir jetzt zum Moneyboy-Konzert gehen. Yo, ich chill in der U-Bahn und hat jemand eine rote Tasche. Guck auf meine Kapuze. Man könnte denken, sie wäre abgemacht worden von einer Lederjacke. Ich laufe hier auf die Treppe zum Moneyboy-Konzert. Meine Bitch ist ein Fan, ich habe meinen Samen auf ihr entleert. Ich slappe der Hau auf den Arsch, doch ich bin kein Frauenschläger. Wenn es bei Moneyboy kein nices Catering gibt,
Ich glaube, dann hole ich mir einen nicen Döner bei Hermann Kebab. Moneyboy hat wahrscheinlich schon so diese Ü30-Fans auch. Sean Brownski und Lil Atkin stehen heute auf der Free G-List. Ich ficke nice Bitches. Währenddessen bist du zu Hause und wickst dir ein auf U-Jizz. Die Stimmung ist da schon, Dicker. Einfach am Hermannplatz mit Moneyboy, das ist crazy. Hey, weißt du, was mir gerade auffällt? Das letzte Mal, genau dieser Späti beim Brutalismus-Konzert, lief auch Brutalismus. Ja, ich glaube, die machen das mit Absicht. Voll gutes Marketing, aber. Ja, voll smart. Boah, da spielt ja die Musik. Ey, lass mal noch eine Dose Jackie, oder? Ja. Für dich alles gut. Leute, hier ist die Stage. Ich hab's gesehen. Crazy Catering. Crazy Catering. Diese Low-Budget Catering. Das ist diese Pippi Langstrumpf Catering. Einfach Moshpits auf dem Fernsehen. Lass mitmachen. Digga, ich hab nicht einen so Moshpit bei den anderen Shows gesehen. Was macht der eine? Da guck mal, der in der Mitte. Er macht Volkstanz. Boah, Konzert geht behindert. Yeah, ey, gib die Hände, ey. Kein Cap in meinem Rap. Wir sind einfach echt jetzt noch zu dieser Hermann Kebab gegangen. Cheers.